Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, meine Damen und Herren. Ja, es ist wieder an der Zeit, hier wieder weiterzubauen. In dieser wunderschönen Welt. Oh, die Lederkappe ist fast kaputt. Das macht nichts. Wir haben ja noch ein bisschen Leder auf Tasche. Und ich würde sagen, wir kümmern uns diese Folge einfach mal darum, hier reinzugucken. Das nehmen wir so mit. Ich wollte diese Folge nämlich den Leuchtturm einfach mal anfangen, dort drüben. Und falls ihr euch wundert, ich klinge etwas anders. Ich habe mein altes Mikrofon wieder angeschlossen, weil das neue kleinen Schaden hat. Ne? Muss ich mal einschicken. So. Wo wollte ich hin? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen eigentlich Zeug uns zusammen sammeln. Welches wir dann benutzen. Das soll also kein moderner Leuchtturm sein. Das soll ein etwas... Ja... Alter, ein alter Leuchtturm werden. Und da würde ich doch einfach mal vorschlagen. Wie ging denn nochmal hier unser Stein? Guck mal, kann man den nicht hier in unsere Steinsäge setzen? Hm, da kann man aber nur das hier mitmachen. Okay. Okay, damit macht man ja das, weiß ich ja. Kann man das denn nochmal brennen, ist dann die Frage. Ja, tatsächlich. Denn wir wollen hier ein bisschen was anderes benutzen als sonst. Nicht immer dasselbe, ne? Das ist ja auch langweilig nach einer Zeit. So. Was kommt da raus? Glatter Stein, genau. Benutzen wir mal ein bisschen glatten Stein. Und ich habe gedacht, weil ich da noch so viel von rumliegen habe, nehmen wir auch einfach... Hallo? Nehmen wir auch einfach mal... Stein, normalen hier Cobblestone. Ich hoffe, der Zaun läuft auch. Ich musste ja einiges jetzt umstellen hier. Wo will ich denn hin? Viel zu weit, habe ich jetzt gar nicht mitgedacht. Gut, dann gehen wir hier mal lang. Entlang und gucken uns mal an, wie viel Stein hier noch liegt. Hier ist keiner mehr, aber hier ist noch alles voll. Den nehmen wir mal kräftig mit hier. So. Ja, dann brauchen wir noch Holz. Holz ist auch sehr wichtig, dass wir Holz brauchen hier. Ja, Holz braucht man immer. Ich habe da nämlich schon so eine Idee im Kopf, wie der so halbwegs aussehen soll. Da muss ich aber noch mal gucken. So. Was wir auch brauchen, ist dort dann eine Truhe, damit ich nicht immer so viel Zeug bei mir habe. Und die stelle ich hier einfach mal in den Rand, glaube ich. So hier hin. So, eine Werkbank stelle ich mir hin und eine Truhe. Lalalala. Eine kleine oder eine große? Ah, vielleicht eine große, das kommt glaube ich besser. Das Problem jetzt an der ganzen Sache hier ist, ich höre mich gar nicht mehr selber, das ist einfach dumm. Das ist irgendwie dumm. So, Truhe. Hier, und dann kommt ja der ganze Stein, den wir fahren. Hackstücke, der kommt dann hier schön rein. Die bauen wir gleich auf. Das brauchen wir eigentlich nicht, aber naja. So, den Rest hole ich dann auch mal. Ich hoffe, ich kriege den so einigermaßen hin, wie ich den so im Kopf habe. Das ist ja immer das Problem hier. So. Haben wir denn zufälligerweise noch irgendwo
Holz auf Tasche, ja. Hier und... Ach guck, hier ist auch noch einiges. Nimm mal ein bisschen was mit. Kann man ja wieder zurückbringen, das ist ja gar nicht das Problem hier. So. Heiti toiti. So, jetzt geht's weiter. Ach ja. Ist auch eine komische Zeit jetzt, in der wir leben. Vielleicht fange ich auch einfach schon mal an, die... Moment, ich brauche einen normalen Stein, hab ich ganz vergessen. Denn ich möchte nicht so einen Erdklumpen da als Insel haben. Dann lieber so einen Stein eigentlich, ne? Und dann können wir haben ja normalen Stein. Dann nehmen wir den auch, würde ich sagen. So, hier, rein da, raus da. Rein da, raus da. Ja, wie ich schon sagte, ist schon so eine komische Zeit, in der wir leben. Wenn man sieht, wie alle Leute hier mit ihren Masken rumrennen. Naja, ich finde immer noch, ist das eine Schande, dass... dass die Masken nicht frei zugänglich sind bisher. Aber Aldi will ja welche anbieten. Vielleicht klappt das ja, mal gucken. Ich hoffe dann ja auch mal zum Einkaufspreis und nicht, dass man da irgendwie 18 Euro für so eine Maske bezahlt. Das ist eigentlich ein Unding, wenn man die ja braucht. Ey. So. Machen wir hier einmal schön Stein drum. Das muss ja auch ordentlich aussehen. Oh. So. Schwubbeldiwubbel. Gut, dass wir so viel Stein auf Tasche haben. Das kommt uns ganz gelegen. So. Lalalo. Ich habe ja jetzt zum Beispiel gar keine Maske. Ich habe ja Schal oben. Ich kann auch so schlecht atmen durch so Zeug, ne? Egal was, ob das jetzt eine Maske ist, ein Schal oder weiß ich was. Sobald ich was vom Mund habe, höre ich irgendwie auf zu atmen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ein Fehler. Kommt meistens nicht so gut, wenn man nicht atmen kann, aber naja, was willst du machen, wenn du einkaufen musst? Ich muss ja irgendwie meine Lebensmittel kriegen. So, wir müssen ja auch eigentlich hier irgendwo ein Bett drin haben, oder? Habe ich das schon gemacht? Ist keine Lust, da oben irgendwie hinzugehen. Dann gehen wir hier schön ins Bett hier rein, ne? Schön da rein, so. Schön reingelegt hier. Ins fremde Bett. So, ich sehe ja hier meinen Ausschlag vom Mikrofon. Ich hoffe, das stimmt alles so. Sonst nehme ich jetzt eine Folge auf, wo das voll blöd ist oder so und dann nervt mich das selber. Ach ja. Was willst du machen? Kannst du machen nix. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. So eine schnieke Steininsel. Wenn wir die jetzt noch vernünftig hinbekommen. Die kann ruhig ein bisschen höher sein. Der Leuchtturm soll ja auch nicht ganz so fett werden. Fett. Voll fett, ey. Wer hat das eigentlich erfunden? Voll fett. Aber fett ist doch eigentlich eine Beleidigung, oder? Du bist fett. Ist doch eigentlich eine Beleidigung. Aber man hat das ja früher so gesagt, so, ey, voll fett, ey. Cool. Voll fett. Wie schon gesagt, eigentlich ja eine Beleidigung, aber naja. Fett. Ich bin nicht fett, ich bin voll schlank. So. Haben wir es gleich. Hier mit den Steinchen. Wo wir gerade von Fett reden, ne? Letztens hier Fernsehen gesehen, zufälligerweise. Was ist eigentlich daran, dass jetzt heutzutage die ganzen Frauen und was egal, dass sie immer so fette Lippen haben müssen? Hallo? Was stimmt denn mit denen nicht? Also ich will ja nicht behaupten, ich bin ja auch nicht der schönste Mensch hier auf Erden, zufälligerweise. Aber so ein bisschen Schönheits...
denken, vereint uns ja alle, sag ich mal, ne? Und wo ist das denn bitte schön, so richtig dicke, fette Lippen zu haben, die noch nicht mal aussehen wie, als wenn man große Lippen hat, so, sondern wie so zwei wie zwei Wiener Würstchen, die man da aneinander klebt. Das sieht doch nicht aus, Freunde, das sieht doch nicht aus. So, ich schwimme schon wieder rüber. Aber wir können ja schon hier die Pfeiler machen. Und diese Pfeiler. Da kann ich die Musik auch ein ganz bisschen leiser machen, dann höre ich mich auch besser. So, mal gucken, wie sieht der Leuchtturm aus? Der wird hier an der Kante stehen. Hab ich mir so gedacht. Hier. So, dann müssen wir den eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht passend aus, oder? Gut, dann kommt unser Gerüst. Unser Gerüst muss hier dran. Ganz wichtig. Damit wir gleich da auch wieder runtergehen können. Obwohl, eigentlich runtergehen ist nicht das Problem. Wir haben ja Wasser hier in der Nähe. So, dann machen wir den Leuchtturm erstmal bis hier, würde ich sagen. Der muss ja auch nicht... Oh Gott. Der muss ja auch nicht ganz so groß sein. Der kann ja auch ein bisschen kleiner werden. So. Auch hier... Gucken, das dürfte ungefähr die Höhe sein. Ach ja, ein schöner Leuchtturm. Ich nicht gedacht, dass ich damit jemals mal anfange, hier einen Leuchtturm zu bauen. Finde ich nämlich persönlich schweres Anliegen. Es recht so einen nicht, nicht modernen Leuchtturm. Finde ich immer schwerer als so einen modernen. Ja, gut. Das soll erstmal die Höhe sein, die wir benutzen für diesen sogenannten Leuchtturm. Der geht natürlich noch höher, aber der läuft dann etwas spitzer zu. An einer gewissen Stelle, sag ich mal. Und jetzt müssen wir... bisschen Bruchstein mal mitnehmen. Der Zombie geht ja auch ein, aber gut auf den Keks, ne? So. Gut. Ich würde sagen, das ist das Füllmaterial für diese Ecke des Leuchtturms. Wir müssen natürlich dann auch noch Fenster rein. Was ein schwieriges Anliegen ist. Denn hier kommt ja auch eine Treppe rein und damit die Fenster dann, mache ich die Fenster glaube ich später, oder? Ich glaube ja, so. Machen wir hier erstmal ein bisschen anfängliche Dekoration, oder wie soll ich es nennen? So, zack, zack. Ja, ganz toll gemacht. Hier dann auch nochmal dasselbe Spielchen. Ja. Fürs Erste kann man das so machen, glaube ich. So, dann machen wir auch hier mal so ein bisschen... Uiuiui, nicht so hektisch. Kann ich hier auch hochkommen. So. In die Tiefe und dann können wir hier glatt weitermachen, wenn ich hier jetzt nicht rausfalle. Hallo. So. Gut, hier kann er erstmal kein Dings hin, weil hier noch der Dings. Heißt alles Dings heute. Aber ich mach den mal weg, denn der kann ja eigentlich auch hier hin.
dem mal zuerst. Kleine Bauphase heute. Aber dafür spielt man dieses Spiel ja unter anderem fürs Bauen. So, auch hier ist mal das Material und die Mitte lasse ich erstmal aus, wegen halt den Fenstern. Aufgrund der Fenstersituation. Und ich muss gleich in diesen. Moment, kann ich mich eigentlich muten? Hier ist die Frage. Ach so, kann ich ja. Auch so, habt ihr jetzt nicht gemerkt, aber das mache ich ja in Aufnahmeprogramm. So, und dann geht's auch gleich weiter hier. Hopsi, popsi. So, kann ich auch noch ein bisschen erzählen. Und zwar sind wir ja auch wieder am Arbeiten. Ich war ja die ganze Zeit auf Kurzarbeit. Jetzt sind wir wieder am Arbeiten. Und das ist auch eigentlich eine komische Situation da. Weil normalerweise hängen da immer, sagen wir, 20 Leute so aufeinander. So will ich es mal sagen. Und jetzt sollen wir alle irgendwie Abstand halten, ne? Da muss man auch erst immer so. Was mache ich denn hier oben eigentlich? Da muss man auch immer aufpassen, sozusagen. Dass man den Abstand auch einhält. So, vielleicht mache ich das hier mit Balken. Oh Gott. Oh ja. Warum setzt er den eigentlich immer dahin, obwohl ich auf dieser Höhe quasi bin? Na gut, dass das auch geht. So. Ja, komische Situation, wie schon gesagt. Aber was ich gut finde, wir haben ja hier Gabelstapler. Unter anderem, die wir benutzen. Und die benutzen eigentlich ziemlich viele Leute. Ziemlich viele verschiedene Leute. Und dass die jetzt mal sauber gemacht werden und desinfiziert, das ist mal eigentlich eine gute Maßnahme. Und ich finde, das sollen die eigentlich auch mal beibehalten. Würde ich mal sagen. So. Dann ziehen wir hier schön die Balken drüber. Ja. Auch hier. Lief ja nix. So, habe ich nichts mehr? Nee. Ist schon wieder Nacht. Es ist auch jeden Tag hier dasselbe. So, ich glaube, es ist mir aber auch egal, dass es Nacht ist. Ich weiß nicht, ob das mit den Balken aussieht. Ich glaube, ich lasse es mit den Balken. Das ist, glaube ich, doch nicht die Idee jetzt. Die Idee, die ich mir jetzt so, komm. Ich glaube, das machen wir weiter oben. Da kommt das besser. Hier auf jeden Fall passt es eher nicht so. Na gut, der kann bleiben. Können ja auch einen höher gehen, das ist ja nicht das Problem. So, kann ich da rüber springen? Ja, kann ich. So, auch hier können wir noch eine höher gehen, gar kein Problem. So, ich würde ja eine Fackel in der Hand nehmen, aber die nerven eigentlich immer. Weil man die dann immer baut. So, ich bleibe jetzt mal wach. Ich habe nämlich keine Lust, da jetzt irgendwie ins Bett zu hopsen. Gut, wie geht's weiter? Wie geht das eigentlich hier drauf, ist die Frage. Wären ja eigentlich nicht schlecht, oder? Ich sollte doch schlafen gehen. Stufen will ich nicht sagen. Ich meine, doch Stufen. Das andere sind ja Treppen. Ich verwechsel die ja immer gerne. Ich meine aber die Stufen. Ich guck mal, ob ich noch welche habe, aber ich glaube nicht. So. Hier sind wir ja Gott sei Dank immer sicher im Haus.
bisher gewesen. Ich weiß ja nicht, was in Zukunft noch hier so passiert. So, aber man kann sich immer besser hinlegen. Das kommt einfach besser. So. Ja, Hundi. Ich bring dir demnächst mal wieder mit. Aber jetzt bin ich beschäftigt. Moment, Moment, Moment. Okay, hier ist nichts drin. Und ist hier noch irgendwo so... Nein. Hier sind noch Treppen. So. Gut, er hat gleich alle gemacht. Ja, die Steinsäge ist natürlich von Vorteil in dieser Situation. Aber na, dieser Idiot, der kommt doch genau an, wenn ich hier über die Mauer hüpfen wollte, was natürlich nicht geht. Unerhört. Unerhört, dieser Typ. Egal. Basteln wir schon wieder zusammen. Hätte natürlich nicht sein müssen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir wollten da oben. Ja, und das ist das, was ich mit den Fackeln meinte. Die man immer auszusehen baut. Also weg damit. So, jetzt die Frage. Ich will das ja nach einem nach innen machen. Aber mache ich das vielleicht doch mit Treppen? Jetzt bin ich mir echt unschlüssig. Tut mir leid, aber... Da muss ich noch mal überlegen. Da muss er noch mal überlegen. So. Ist schon auch... Ich verwende das Wort ziemlich oft heute, aber ist auch wirklich so eine komische Situation. Jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch hier im Let's Play. Was ja nicht viele gucken. Ne? So, wir legen hier natürlich alles aus Stein aus, dann ist das fester. Und da muss natürlich Erde drauf. So, nee, aber im Display, das ist auch eine komische Situation eigentlich. Wenn man ganz genau weiß, man hat eigentlich keine Zuschauer. Ganz seltsam, würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen. Warum macht man das dann, ist dann die Frage. Kann ich das auch zurückverwandeln? Nee. Natürlich nicht. Warum auch? So. Ich nehme die mal mit. Ich hoffe, die reichen für einmal drum. So.